wenn mittel- bis richtig große deutsche Verlage hammer viel Geld für Werbung, Marketing, lustige U-Bahn-Trailer, Plakatwerbung und diverses andere, was ich gar nicht mitbekommen habe, ausgeben, bin ich mega misstrauisch. Das meiste davon hat ganz wenig Qualität, ist hammerteuer eingekauft und muss in ganz hohen Auflagen verkauft werden. Da ich vorher nie etwas von Gillian Flynn gelesen habe, Gone Girl ist ihr dritter Roman, eigenständige Werke, habe ich das vorurteilsbelastet, wie ich auch bin. Ich bin Mensch und Buchhändler. In diese Schublade gelegt, bis ich dann vorab das Buch lesen konnte. Auf Empfehlung übrigens eines Kunden vom Hemmet, der fast ausschließlich englischsprachig liest, das Buch also schon kannte. Und der meinte, lies es. Und dann dachte ich mir, okay, wenn der das sagt mit seinem Geschmack, den ich ein bisschen kenne, einschätzen kann, ich kann ja mal reingucken. Das war dann quasi der Tag und die Nacht. Und ich muss einfach sagen, Gone Girl ist, um ein paar Stichworte zu benutzen, unblutig. Trotzdem einer der bösartigsten, spannendsten Romane aus 2013. Eine Geschichte, die erstmal relativ konventionell klingt. Die beiden Hauptfiguren sind ein Ehepaar. Sie ist verschwunden, spurlos. Es ist gar nicht klar, ist sie einfach verschwunden? Ist sie aus ihrem Leben gegangen? Ist ein Verbrechen im Spiel? Und dann gibt es zwei Erzählebenen, die sich ungefähr gleichwertig immer wieder abwechseln. Das ist seine Sicht der Dinge, in der Jetztzeit spielend, immer wieder unterbrochen von ihrer Sicht der Dinge, etwa ein paar Jahre zurückliegend beginnen und dann zeitlich ziemlich schnell auf das Hier und Jetzt zurasend. Und immer mehr erkennt man, bei Gillian Flynns Gone Girl gibt es kein Gut, kein Böse. Sie beschreibt Menschen, die so sind, wie ich auch denke, dass sie so sind, nämlich beidseitig, gut und böse. Hier wird das Böse allerdings noch um ungefähr 114% getoppt. Ein ganz, ganz großer Roman, ganz breit zu empfehlen. Ich bin mir sicher, relativ egal, welches Untergenre favorisiert wird, dieses Buch gefällt mit einer ganz hohen Quote, denke ich mir mal, 97% von den Leuten, die das Buch lesen, werden begeistert sein. Ein Hammerbuch, wirklich. Große, große Genre-Literatur. Nicht die Grundstärke des Romans, aber nettes Bonmot als Beigabe. Ich finde, jeder Mensch, der schon mal eine ernsthafte Beziehung gehabt hat, wird nach Lesen von Gone Girl einiges reflektieren, wird nochmal in sich schauen, vielleicht sogar in der Zukunft Sachen von Gone Girl mitnehmen. Fazit, man sollte möglichst weitgehend ehrlich bleiben. Falls manche Menschen sich fragen, warum ich leicht lediert am rechten Auge aussehe, ich kann sie vorab beruhigen. Es ist nicht der Verlag gewesen, der mich gezwungen hat, dieses Buch zu besprechen. Es ist ein relativ harmloser Fahrradsturz und von daher sage ich einfach mal, es wird alles gut. Und diesem Buch wünsche ich einen Riesenerfolg. Den hat es sicherlich auch durch die Werbekampagnen, aber kann ja auch mal sein, dass solche Megakampagnen, ich vermute in 3% der Fälle, vollkommen gerechtfertigt sind. Und ja, ich würde sagen, kaufen, lesen, ja. Und dann die Welt mit anderen Augen sehen.